Ich arbeite am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und ich leite die Gruppe in theoretischer Kosmologie. Wir erforschen da den Urknall. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, ob der Urknall tatsächlich der Anfang des Universums war oder nicht. Also das ist nämlich noch nicht gewusst. Es gibt die Möglichkeit, dass beim Urknall Raum und Zeit entstanden sind und sich von daher alles dann weiterentwickelt hat. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass das Universum schon viel älter ist, dass es es schon gab, dass es sich vielleicht zusammengezogen hat und dann beim Urknall so eine Art Umschwung gab. Und danach hat sich das Universum dann wieder ausgedehnt. Und wir versuchen halt herauszufinden, welche dieser Möglichkeiten auf unser Universum zutrifft. Ich finde es ja so erstaunlich, dass wir überhaupt so viel über das Universum herausfinden können. Wir sitzen hier auf unserem Planeten fest und trotzdem können wir herausfinden, was vor sehr langer Zeit, vor über 13 Milliarden Jahren im Universum passiert ist. Und das ist teilweise ja einfach, sind das Rechnungen mit Bleistift und Papier. Und durch logisches Denken können wir herausfinden, was vor sehr langer Zeit im Universum passiert und wie das ganze Universum sich eigentlich entwickelt. Das ist wirklich eigentlich außergewöhnlich. Ja, also der Potsdam Science Park, der liegt ja ein bisschen außerhalb von Potsdam und daher hat man da sehr gute Möglichkeiten zur Arbeit. Also wir haben sehr viel Platz, sehr viele auch für Labors und so. Und der Science Park liegt auch sehr nah an der Natur. Das heißt, wenn ich manchmal mal eine Pause mit der Arbeit mache, kann ich einfach joggen gehen über die Felder oder ich kann hier bis zum Zernsee zum Beispiel zum Baden kommen. Das macht die Arbeit richtig ganz angenehm. We live science.